Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute da seid. An was denkt ihr, wenn ihr das Wort Allgäu hört? Ihr denkt an Skifahren, an Berggipfel, an wunderbare Schluchten, aber die wenigsten, oder auch an Schloss Neuschwanstein, richtig, vom König Ludwig II., aber die wenigsten denken wahrscheinlich an Burgen und Burgruinen. Da gibt es ja auch wunderbare Burgruinen im Allgäu zu entdecken. Ja, und hinter mir, da seht ihr eine Burg, auf die solltet ihr unbedingt wandern, im Landkreis Oberallgäu. Es ist die Alt-Trauchburg. Sie geht zurück aufs 10. 11. Jahrhundert und es war 1150. Da hat sich damals das Edelsgeschlecht der Rettenberger eine Linie abgespalten und die nannte sich seitdem nach der Trauchburg, nämlich die Trauchburger. 1171 kam dann die Linie der Hohenegger hinzu. Die Trauchburg hat natürlich auch eine sehr wilde Vergangenheit, das immer wieder hin und her gegangen ist. Abgebrochen wurde sie im Jahr 1784, da haben die Leute einfach Baumaterial gebracht für das Schloss Neu-Trauchburg bei Isny. Aber das ist hier erhalten geblieben, eine wirklich imposante Burg. Von Kleinweiler steigt die ungefähr 2,5-3 Kilometer auf und auch dasselbe geht sie wieder zurück. Und wir schauen uns jetzt mal die Ruine Trauchburg an. Kommt's mit Alt-Trauchburg, muss man nicht sagen. So, und ihr seht schon selber, wir gehen jetzt hier durch das ehemalige Torhaus hinein. Für die Kinder natürlich ein Riesenerlebnis, so eine Burg, das ist völlig klar. Und ihr seht auch selber, was für dicke, dicke Mauern das gewesen sind. Also man geht davon aus, dass um Jahr 1150 rum die Burg noch anders gestaltet ist als heute. Was auch noch hier sehr interessant ist, in der Kernburg herin, da gibt es einen sogenannten Diebesturm, den werden wir uns dann auch anschauen. Da gehen wir eben davon aus, dass hier eben ja, Leute eingesperrt, gekerkert waren in dem Verlies. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal weiter an. So wie wir jetzt hier sehen, auf dem Stiegenhaus, auf die Treppen stehen wir nicht. Gehen wir davon aus, dass das alles so aus dem Jahr 1300 war und die Stiegen geführten in die Herrschaftsgemächer. Also für die Kinder ist es wirklich wunderbar, wie ihr diese Burg hier finden könnt. Dann sieht man das hochgleiche Obergeschoss, das war die Kemenate, das war der einzige beheizbare Raum in einer Burg, da lebten die Frauen. Da gab es hier im ersten Geschoss eine Kapelle, wo wir es gerade gefunden haben. Das war ein Vorratsraum. Klar, so eine Burg hat auch Tag sein müssen, nicht nur bei Belagerung, sondern auch so das ganze Jahr über. Und entsprechend mussten hier auch Vorräte eingelagert werden. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, so eine Burg war drangvolle Enge. Da liegt ja nicht nur der Burg her, sondern auch seine Verwalter, der die Gebietsverdienung. Mächte und so weiter. Und jetzt sind wir im Palast, im Herrenhaus, in dem endlich alles Sinn. Im Jahr 1141 ist zum ersten Mal die Burg urkundlich erwähnt worden. Und eben, wie schon erzählt haben am Anfang, seit 1150 ist die im Besitz derer von der Herren von Rettenberg, die sich von da an diese Seitenlinie von Trauchburg genannt haben. 1306 haben die Truchsessen von Waldburg die Burg und die Herrschaft dazu erworben. So, wir schauen uns ein bisschen um. Das, wo wir sind, gehört zur Gemeinde Wengern. Und das seht ihr selber, hier sind Rekonstruktionen, dass ihr euch ein bisschen das Ganze besser vorstellen könnt. Man spricht auch von der Burgenregion Allgäu, was völlig richtig ist. Aber so eine Burg hat ja auch den Überblick. Das ist eine sogenannte Höhenburg. Also wir haben drei verschiedene Arten von Burgen. Es gibt eine Höhenburg, so wie wir jetzt das hier haben. Die befindet sich dann im auf einem Felssporn. Dann gab es die Wasserburg, das ist auch klar. Die war von Wasser umgeben. Und es gab die Höhlenburg, da gibt es sehr, sehr wenig davon. Eine ist Burg Loch im Landkreis Regensburg. Die sind eher sehr, sehr selten. Also vor die am meisten vorkommt in Deutschland, hier vor allem in Allgäu, ist natürlich die Höhenburg. Die Oma vom Berg steht jetzt selber. Wir haben einen wunderbaren Blick jetzt da raus ins Allgäu. Und ich kann wirklich nur sagen, zu jeder Jahreszeit
ist diese Burg zu empfehlen. Ich sag so, wie es ist. Da sehen wir wieder nur einen imposanten Blick hinein in die Burg. Das ist jetzt schwer vorstellbar, dass das alles mal bebaut war, alles Fenster gewesen sind. Aber schaut euch mal die dicken Mauern und so an. Und ihr könnt ungefähr einen Eindruck davon gewinnen, was das mal für eine herrschaftliche Burg gewesen ist, die Alt-Trauchburg. Ja, liebe Kinderautoren, wenn ihr im Allgäu unterwegs seid und die Kinder wollen nicht nur immer Bergsteigen und Mountainbiken, dann fahrt doch mal mit ihnen hier zur Alt-Trauchburg. In der Nähe sind da diese Centerpark, glaube ich, heißt das. Da kann man also auch schön herfahren, wenn man da untergebracht ist. Und hier mit den Kindern eine kleine Wanderung unternehmen, bastelt mit ihnen, weil wir sind auch durch den Wald aufgestiegen. Da findet ihr auch das ein oder andere Stück aus. Da kann man wunderbar ein Schwert draus basteln. Und die Kinder können hier herum Ritter spielen. Die haben sicher eine unglaubliche Gaudi. Und ihr seht hier wirklich eine sehr beeindruckende, einzigartige Burgruine, nämlich Alt-Trauchburg. Ja, liebe Kinder, Adora, weitere tolle Ideen für drinnen und draußen, Wanderungen, Ausflugsziele findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder bei uns reinschaut. Macht's es gut, bis dahin. Vierting, Servus, euer Uli, in dem Fall aus dem Allgäu. Servus, liebe Kinderautorer, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute gehen wir im kleinen Lautertal bei Herlingen nahe Ulm zum Wandern. Und das ist ein wunderschönes Wandern, weil es sich um ein Naturschutzgebiet, ein Kleinod der Schwäbischen Alb handelt. Aber am besten, unsere Tour startet in Lautern, ein wirkliches Kleinod mitten im kleinen Lautertal. Ihr seht selber, es ist ja sehr, sehr malerisch. Ja, die meiste Zeit führt uns der Weg an der kleinen Lauter vorbei und da können die Kinder auch spielen. Und hier und jetzt hier sind wir unterhalb vom Lautertopf. Das ist eine Karstquelle, aus der dieser kleine Fluss. Hinter mir ist jetzt der Lautertopf. Das ist eine typische Karstquelle. Was ist eine Karstquelle? Also, über die verschiedenen Gesteinsschichten tritt hier das Wasser heraus. Und diese wunderschöne Quelle, diesen Lautertopf, könnt ihr dann mit den Kindern bewundern. Ja, und es ist ja wirklich sehr romantisch und still, wenn wir nicht gerade unterwegs sind hier im Lautertal. Lautern ist ein guter Ausgangsort für verschiedene Wanderungen. Es gibt hier verschiedene Touren zur Auswahl und einige davon sind auch problemlos mit dem Kinderwagen zu gehen, weil das Ganze hier schön asphaltiert ist. Aber die meiste Zeit geht ihr im Wald, das heißt, ihr habt oft genug Schatten und den Kindern wird hier nicht zu heiß. Außerdem habt ihr noch das kühle Flussbett neben. Ja, das kleine Lautertal ist ein Naturschutzgebiet und hier sieht es auch entsprechend aus wie im Amazonas. Ja, hier an den Felsen wachsen geschützte, wunderschöne Pflanzen und da lohnt es sich mal hinzuschauen. Unterwegs seht ihr diesen typischen für die Schwäbische Alb, diesen Magerrasen, diesen Trockenrasen mit ein paar Bäumen und ein paar Büschen dazwischen. Und es lohnt sich immer am Wegesrand zu schauen auf die tollen geschützten Blumen und Pflanzen, die es hier zu sehen. Ja, meine Lieben, eine Wanderung durchs kleine Lautertal kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist sehr idyllisch. Ihr könnt es mit dem Kinderwagen machen. Ihr habt immer genug Schatten für die Kinder und der Lautertopf ist auf jeden Fall eine Attraktion. Schaut mal rein bei mir. Ich freue mich, uns wiederzusehen. Servus, liebe Kinderautorer. Schön, dass ihr heute wieder vorbeischaut. Heute bin ich in der holsteinischen Schweiz unterwegs und wenn ihr die Kinder mit einem kostenlosen Ausflug überraschen wollt, geht mit ihnen ins Labyrinth der Männer.
Labyrinther Männer. Seltsam, seltsam. Ja, das Ganze ist auch mit einer kleinen gemütlichen Wanderung verbunden hier in der holsteinischen Schweiz. Und jetzt gehen wir mal zum Labyrinth der Männer. Schauen wir mal, ob ich wieder rausfinde. Ja, auf dem Weg durch den Wald bei Malente, das Ganze ist sehr gut ausgeschildert, kommen wir auch an so kleine, verwunschene Teiche und Tümpel vorbei. Das Ganze ist eine sehr eiszeitliche Landschaft und das macht gerade den besonderen Reiz hier mit den Findlingen von Malente und was hat es mit dem Labyrinth der Männer auf sich? Das könnt ihr hier auf der Tafel lesen. Es war 2005 am Himmelfahrtstag, wo normal die Väter am Vatertag gern einen heben gehen. Aber hier nicht in Schleswig-Holstein, sondern hier hatten 45 Männer und 4 Kinder eine tolle Idee. Sie haben 950 Steine innerhalb von 4 Stunden verbaut und die Steine hatten ein Gewicht von 25 Tonnen. Und sie haben dazu ein Urlabyrinth als Vorbild genommen und das hier gelegt als ja, kleine Freude für alle Wanderer und Ausflügler, so wie ihr seid. Und das probieren wir jetzt mal aus. Labyrinthe gibt es ja schon seit über 4000 Jahren. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Also immer unterhalb der Steine bleiben. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Das Gute ist, die Steine sind ja sehr flach. Das heißt, ich gehe überall, wo ich hintrete. Das kann schon etwas schwierig werden, hier jemals wieder rauszufinden. Aber das Coole ist ja, ihr seht selber, das sind so Feldsteine. Das heißt, die Kinder kriegen keine Panik, wenn sie nicht zurückfinden, sondern treten einfach über die Steine drüber, so wie ich jetzt mache. Also meine Lieben, ich hoffe, ich finde hier irgendwann nochmal aus dem Labyrinth der Männer heraus. Die Chancen stehen nicht unbedingt sehr gut, aber ich schaffe es hoffentlich. Auf jeden Fall ist es wirklich, wenn es mit der Wanderung verbindet, eine nette Abwechslung für die Kinder hier im Labyrinth der Männer in der holsteinischen Schweiz bei Malente unterwegs zu sein, kostet nichts und eine wirklich tolle Idee. Das wäre es, das muss mal ausprobiert. Weitere tolle Ideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen, am besten draußen. Macht es gut, bis dahin. Für dich, servus. Heute bin ich im Südwesten in Baden-Württemberg unterwegs, nämlich im Glemstal. Das Flüsschen Glems fließt da, das zeige ich euch später. Und als Ziel, wo die Kinder natürlich gerne hinwandern, gehen wir heute zur Nittenburg. Das ist eine Ruine, richtig schön verwunschenes, altes Gemäuer. Und da können die Kinder dann auch Ritter spielen. Aber bevor wir soweit sind, wandern wir jetzt mal gemütlich durch das Glemstal dahin. Kommt's mit! Im Glemstal könnt ihr auch mit etwas Glück Feuersalamander entdecken. Die gibt es hier sehr, sehr viele. Ja, und das ist natürlich für die Kinder interessant, aber bitte nicht anfangen. Und hier haben wir das Flüsschen Glems, die dem Glemstal ihren Namen gibt. Die fließt 44 Kilometer meandern vor sich hin und mündet in die Enz. Die Glems. In die Enz, ja. Ja, die pure Fachwerkidylle findet ihr hier im Glemstal im Ländle. Ja, meine Lieben, schaut mal darüber. Da haben wir jetzt gerade wieder die wilde Glems überquert. Und hinter mir auf dem Bergsturm, den ihr da seht, da stand früher die Burg Nippenburg. Ja, und da wollen wir jetzt mal rauf. Kommt's mit? Eine andere Route führt euch über diesen malerischen Gutshof zur Nippenburg. Wir sind dem blauen Kreuz der Wegmarkierung vom Schwäbischen Albverein gefolgt und kommen jetzt auf die Nippenburg zu. Das ist eine Halbruine. Ihr seht, da ist ein bisschen was noch erhalten. Und da marschieren wir jetzt mal drauf zu. Ja, und hier auf der Nippenburg seht ihr selber auf seiner Ruine, da finden sich immer wieder Abteilungen, die natürlich für die Kinder unglaublich spannend sind. Jetzt hier, das ist Tonnengewölbe mit der Schießscharte da hinten drin.
Das ist natürlich für die Kinder sehr, sehr spannend. Ganz klarer Fall. Und das Ganze gilt es zu entdecken, aber bitte nicht auf den alten Steinen rumklettern oder was kaputt machen oder hinschmieren oder Feuerchen machen. Aber das tut sie sowieso nicht. Schauen wir uns mal weiter um auf der Nippenburg. Kommt sie. Ja, wir stehen jetzt hier vor einem genau geplanten Burg, die im Endeffekt, könnt ihr das sehen, wie die früher ausgesehen hat, als in den Stand gesetzt war. 1160 ist sie zum ersten Mal in den Urkunden aufgetaucht und mit ihnen erschien auch erstes Mal der Name der Herren von Nippenburg. Am bekanntesten war wohl Philipp von Nippenburg, der 1515 von Herzog Ulrich von Württemberg, ein ganz ein übler Geselle, der einige Kriege angezettelt hat, mit dem Erbschenkamt belehnt worden ist. Seit 1685 ist das Geschlecht ausgestorben und ging auf das Geschlecht der Grafen von Leutringen, über, die seit 1979 gehört diese Burg, sich für den Erhalt der Nippenburg einsetzen. Aber wir schauen mal weiter. Kommt zu. Ja, und diese ja, und hier seht ihr mal einen guten Eindruck von dieser wehrhaften Nippenburg. Wir sind jetzt noch in der Vorburg unterwegs, gehen hier an den ehemaligen Wällen entlang und haben immer wieder einmal einen schönen Ausblick runter ins Glemstal. Wichtig ist, dass ihr euch was essen und trinken mitnehmt bei dieser Wanderung, weil unterwegs gibt es ja nichts außer alte Steine. Aber ihr seht selber, eine wirklich beeindruckende alte mittelalterliche Festungsanlage ist die Nippenburg, die ihr hier schön anschauen könnt. Ja, meine Lieben, ich kann euch nur eine Wanderung hierher zur Nippenburg empfehlen. Mit dem Kinderwagen sehr schwierig zu schaffen, nehmt am besten eine Kinderkraxe mit. Es ist wirklich wert, mit den Kindern diese schöne alte Burg im Glemstal zu entdecken. Ist eine nette Tageswanderung, kleiner Ausflug. Nehmt zu essen und trinken mit. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Reise ins Mittelalter. Macht es gut. Pfiat, Servus, euer Uli.